Liebe Freunde der Kunst und Kultur an der Südlichen Weinstraße, ich begrüße Sie ganz herzlich, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Atelier Jazz am 22. August. Und wir haben Publikum hier im Hintergrund, ich glaube, wir sehen Beifall fürs Kommen, super. Also eine kleine Runde, die wir hier gemacht haben. Wir haben letztes Jahr gestartet mit einem Klassikkonzert, mit einem Jazzkonzert. Das hat letztes Jahr viel Anklang gefunden. Wir sollten das wiederholen, ist uns gesagt worden. Und das haben wir uns zu Herzen genommen. Das machen wir. Wir haben eine wunderbare Band aus der Schweiz. Ein Jazzquintett aus Bern, heißen Lee Rex. Jetzt könnte man noch ein bisschen fragen, wieso Lee Rex? Das haben wir noch gar nicht gemacht, obwohl wir eigentlich schon einen ganzen halben Tag hier unterwegs waren. Hier aufgebaut haben. Ton bzw. Soundcheck gemacht haben, aber sind wir gar nicht dazu gekommen, das noch zu fragen. Vielleicht erzählt er es zwischendrin, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Spaß habt. Ich sage ganz schnell noch einen herzlichen Dank an unsere Sponsoren, denn sonst wäre das hier alles gar nicht möglich, dass wir die Musiker hier einladen können, dass wir das hier kostenlos zur Verfügung stellen können. Und Jazz-begeisterte Leute haben, aber auch andere Musikbegeisterte, die an den Jazz herangeführt werden. Auch das kriegen wir hin. Und in erster Linie der Kultursommer Rheinland-Pfalz, der uns jetzt das zweite Jahr hier mit allen Veranstaltungen unterstützt. Dann haben wir den Bezirksverband Pfalz neu dabei. Wunderbar, vielen Dank. Die Sparkasse Südliche Weinstraße ist als Sponsor, die Gemeinde St. Martin selbst und die Lotto-Stiftung, die speziell nur Musik sponsert. Und da freuen wir uns natürlich besonders, dass wir hier dann auch die Jazzer aus der Schweiz hierher bekommen konnten. Ja, das glaube ich war es von meiner Seite. Sonst habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wollt ihr hier noch was sprechen oder wollt ihr einfach so jetzt in eure Position gehen? Wahrscheinlich ihr zweites. Also, viel Spaß bei Lee Rex. Wir freuen uns. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Damals war er der Bantume, das war sein Superheld, das ist ein Fantasie-Superheld, den er sich gefunden hat. Und der hat immer von ihm erzählt und das war so eine Figur, darum heißt das Stück auch. Ich habe mir dann vorgestellt, wie das tönen würde, wenn diese Bantume dann landet, und darum heißt dieses Stück auch Bantume Landing.
Vielen Dank auch an alle Menschen zu Hause, auch wenn ihr nur in unserer Fantasie existiert. Wir spielen auch für euch. Wir spielen noch ein Stück, dann gibt es eine Pause. The Funding. Lyrex, Marc Stücki, Andreas Topp, Zucker Baumann, Marc Untenlehrer, Benedikt Reising, fünf junge Musiker aus der Schweiz. Man wird noch viel von ihnen hören. Merkt euch diese Namen. Thank you.
Thank you.
Stücke, zwei Stücke gespielt. Das erste hieß Alimentation Générale und das zweite hieß Low. Und jetzt spielen wir Le Clic. Thank you.
vielen Dank auch an die Daheimgebliebenen. Liked uns auf Facebook, Instagram, wo noch? TikTok. Das haben wir nicht. Wir sind eben nicht so jung, wie wir zu sein scheinen. Das nächste Stück heißt Der knochige Dürre. Und möchten wir heute... Nein. So gut kennen wir uns noch nicht. Thank you.
Dank an die Kunstpfade, vielen Dank an Herbert und Anja. Wir kommen zum letzten Stück. Unser letztes Stück heißt Paradise Dystopia. Wir haben Benedikt Reising, Marc Unternährer, Rico Baumann, Andreas Job, Marc Stucki. Vielen Dank. Und wir haben CDs. Wir haben CDs. Ich habe 8 Stück dabei. Seid ihr mehr als 8? Kann man auch im Internet kaufen. Was kosten die denn? Was sagt dein Preis dazu? 10.000 Euro. Ah, natürlich signiert von euch, oder? Ja, nummeriert, nummeriert, signiert. Das ist eigentlich schon Kunstwerk, müssen wir noch rahmen, oder? Signiert. Haben wir brauchen Spezialrahmen. Ah, ja, genau. Also, jetzt haben wir über den Preis nicht gesprochen. Das geschäftliche Regeln danach. Okay. Thank you.
Ja, das war ein tolles Konzert, Lirex, super. Ich muss mal gucken, ob ich eure Namen alle noch jetzt hinkriege. Der Marc, der Andreas, der Rico, der zweite Marc und der Benedikt. Super, vielen, vielen Dank. Es war großartig, es war toll. Ihr habt das Ganze hier gerockt sozusagen, gechased. Und vielen, vielen Dank an das Publikum, die draußen sind, teilweise auch draußen auf der Straße. Wir haben tolle Zulauf gehabt hier und wir haben auch tolle Klicks. Es sind viele im Internet gewesen. Wir freuen uns beim nächsten Mal im September gibt es hier die Vernissage und auch da haben wir wieder ein bisschen Jazz. Da kommt Matthias Debus und jetzt noch einen schönen Abend und macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank.